Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin. Und ich bin Hochzeits-DJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeitspodcast von Sarah und Hong. Heute reden wir über Brautmoden und dazu haben wir einen sehr speziellen Gast bei uns eingeladen, die liebe Stella von Princess Dreams. Herzlich willkommen. Ja, hi. Schön, dass ich da sein kann. Und du holst uns mal ein bisschen ab in der Welt von den Brautmoden und hast da ja eine ganz spezielle Expertise. Da freuen wir uns total drauf, was du uns da so erzählen kannst. Magst du dich erstmal vielleicht kurz vorstellen, liebe Stella? Viele werden dich vielleicht noch nicht kennen und haben jetzt den Moment, dich dann kennenzulernen. Ja, super, super gerne. Ich bin Stella, ich bin 26 und ich arbeite seit 2017 bei Princess Dreams als Marketingleitung und quasi auch in der Öffentlichkeitsarbeit von Princess Dreams und habe aber auch im Verkauf gestartet, habe also in jeder Hinsicht da eine gute Expertise und bin jetzt hier ganz gespannt auf die Fragen, die hier kommen. Cool. Ja, super. Na, vielleicht kannst du ja noch erzählen, wo Princess Dreams wo die sind sozusagen, also hier in Berlin, aber vielleicht noch ein bisschen spezieller. Ja, und klar. Wie groß euer Team ist, vielleicht auch nochmal eine Geschichte wert. Super gerne, weil wir sind auch ein recht großes Team, was eher selten ist in der Brautmode. Princess Dreams ist in Berlin-Tegel in der Bernauer Straße. Und zwar nicht die Bernauer Straße, die es in Mitte gibt, sondern die in Tegel. Das wird sehr, sehr oft verwechselt. Ja, und unser Team ist relativ groß. Wir sind nämlich 17 Leute mittlerweile. Ja, wow. Ja, ja, das ist wirklich ganz schön viel. Ja. Und wir sind auch ganz schön stark gewachsen, weil wir hatten ja auch, was glaube ich die wenigsten wissen, einen Inhaberwechsel. Das war jetzt schon, also es war 2019, September 2019, hat die liebe Vanni das Geschäft übernommen von den vorherigen Besitzern und damit ist auch das Team extrem angewachsen und generell, also das Geschäft ist zwar nicht flächenmäßig größer geworden, aber die Auswahl ist größer geworden, es gab nochmal ein komplettes Makeover des Ladens und ja, jetzt erstrahlt es quasi nochmal in frischerem Glanz als damals und ja, wie gesagt, einige Leute inklusive Schneiderinnen, Verkäuferinnen, meiner Wenigkeit und so weiter. Aber ja, 17 Personen ist ja schon groß. Sehr, sehr groß für ein Brautmodengeschäft, muss man total sagen. Also, total. Ja. Viele kleinere Geschäfte haben ja wirklich auch, sind teilweise Ein-Mann-Unternehmen. Ja. Manchmal sind viele neue auch, wo wirklich nur eine Inhaberin genau, meistens ist, verkauft die Inhaberin und macht auch alles andere. Manchmal noch eine Teilzeitkraft oder sowas. Mhm. Aber bei uns sind es auch einige Vollzeitkräfte und dann, also viele Festangestellte auch. Also der Großteil unserer Mitarbeiter sind Festangestellte, was eben auch eher selten ist. Ja. Ja, davon leben wir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei uns ist der Teamgeist quasi ein Riesenthema. Und cool. Ja, wir sind nicht so eine Ein-Personen-Marke, wie das manchmal ja ist, sondern unsere Marke ist quasi wir alle. Sehr gut. Ein Team, eine Familie sozusagen. Richtig. Ja. Und habt ihr eine Spezialisierung? Also kann man sagen, ihr seid auf was spezialisiert? Oder? Also da habe ich tatsächlich über diese Frage ein bisschen nachgedacht, weil wir sind ja eher ein großes Geschäft. Und dann ist mir aber eingefallen, Vanni hatte damals, als sie den Laden übernommen hat, also ich sage immer Vanni, sie heißt Vanessa, hatte eine super schöne Vision, als sie den Laden quasi neu eröffnet hat. Und zwar, egal ob das Budget für eine Glas- oder eine Kürbiskutsche reicht, jeder darf sich hier bei uns wie eine Prinzessin fühlen. Schön. Und genau so soll das eben auch sein. Unsere Spezialisierung ist nicht unbedingt, also wir sind jetzt kein reines Boho-Geschäft oder kein reines Prinzessinnen-Geschäft oder ja, wie man es ja manchmal so kennt, sondern bei uns ist die Spezialisierung, dass sich jede Frau richtig wohlfühlen soll und wir nehmen quasi jede Braut in Ecken und Kanten und schätzen das auch total. Man soll mit fast jedem Budget, mit jeder Größe irgendwie fündig werden und einfach sich glücklich und willkommen fühlen. Super. Und das ist unsere Spezialisierung, wenn man das quasi so sagen darf. Mhm. Und wenn wir auch bei Kleider sind, gibt es da so eine Preisspanne, wo man sagen kann, das kostet ab dorthin so und so viel? Ja, auf jeden Fall. Also magst du mal so irgendwie eine Hauszahl nennen? Ja, gerne. Also das ist auch ziemlich genau festgelegt, weil wir uns auch lange damit beschäftigt haben, was eigentlich unsere Kundinnen bereit sind auszugeben und für was. Und dann haben wir festgestellt, dass
ja, dass es eben so sinnvoll ist. Unsere langen Brautkleider kosten so, also ab 600 Euro geht's los, mhm, und dann geht so bis knapp 3000 Euro. Und in der Mitte liegt quasi der Großteil, und kurze Brautmode ist natürlich entsprechend ein bisschen günstiger. Da geht es so bei 250 Euro los, ja, und dann bis 600, 700 Euro, je nachdem, für kurze Brautkleider. Ja, super. Und ist es gut, wenn die Braut sich vorher Gedanken macht und sich schon mal so ein grobes Budget setzt, dass sie mit zu euch kommt und sagt, mein Budget ist so und so? Oder? Auf jeden Fall. Also würde ich persönlich und ich glaube auch viele andere Brautausstatter immer empfehlen, einfach schon mal sich vorher überlegen, was kostet überhaupt ein Brautkleid grundsätzlich, was kostet vielleicht auch, was ich mir vorstelle. Wir erleben das gar nicht mal so selten, dass Bräute wirklich mit Fotos von Pinterest kommen, mit den übelsten Designerkleidern, wunderschön, kann man ja auch gar nichts gegen sagen, aber viele haben gar keine Vorstellung davon, was solche Kleider kosten, dass die teilweise überhaupt nicht auch in Deutschland erhältlich sind. Okay. Also das kommt gar nicht mehr vierstellig, sondern fünfstellig sind. Auf jeden Fall, genau. Also also ich persönlich finde auch ein Budget von 2500 Euro für ein Hochzeitskleid ist absolut gut und super toll. Ja. Aber diese Kleider, die dann teilweise aufgezeigt werden, die sind da jenseits von Ja, je mehr Stoff, desto mehr Geld, ne? Na, nicht mal unbedingt. Also nicht mal nur unbedingt der Stoff, sondern teilweise sind es auch gerade die Kleider, die ganz wenig Stoff haben. Ja. Die einfach ein sehr spezielles Design haben, eine spezielle Marke. Marken, ganz großes Thema. Deshalb unbedingt vorher schon mal informieren. Dann ist meiner Meinung nach Social Media einfach ideal. Ja. Also wir haben uns auch vor einer Weile da angewöhnt, bei Instagram etwas transparenter zu sein. Mhm. Ist ja in der Brautmodenwelt nicht gerade so häufig. Die meisten halten sehr hinterm Berg mit ihren Preisen. Das ist das Problem in der kompletten Hochzeitsbranche, dass immer keine Preise genannt werden und die Bräute oder die Keiner weiß, was es kostet. Sich erschrecken, was das alles kostet. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns jetzt, also klar, wir können jetzt nicht einfach immer bei Instagram mit dazu schreiben, so und so viel kostet das Kleid. Das wollen die Hersteller nicht, das will die Konkurrenz auch gar nicht. Ja. Aber was wir machen, ist, dass wir zumindest per Privatnachricht Auskunft darüber geben oder mal eine Preisspanne mit angeben, dass man mal ungefähr weiß, in welche Richtung es geht. Finde es gut, ist ja auch wichtig für die, letzten Endes für die Person, die dann das kaufen möchte, ist ja schon wichtig, was ein Breit. Können Sie noch mal sparen? Ja, man kann entweder sparen oder man kann sich auch einfach darauf einrichten. Genau. Also wenn ich einfach nicht weiß, was eine Hochzeit im Allgemeinen kostet, das hört ja nicht beim Brautkleid auf. Ja. Dann weiß ich vielleicht auch, wie lange ich mir vorher Gedanken darüber machen muss oder ob es vielleicht, also ob ich vielleicht lieber ein Jahr später heirate, noch ein bisschen spare, um mir dann meine Wünsche erfüllen zu können. Mhm. Oder ob ich einfach auch sage, okay, ich schraube meine Ansprüche ein bisschen runter, das ist auch völlig in Ordnung für mich. Ja. Aber man sollte, also um mal zur Frage zurückzukommen von dir, entschuldige, ich bin ein bisschen abgedriftet, man sollte sich auf jeden Fall vorher Gedanken darüber machen, einfach um keine bösen Überraschungen zu erleben. Und wir haben jetzt schon über Labels gesprochen. Mhm. Habt ihr irgendwelche Labels, die gerade ganz besonders in sind irgendwie, oder? Naja, also wir haben, also alle unsere Brautkleidmarken sind Markenhersteller. Mhm. Wir führen jetzt keine No-Name-Produkte und wir machen auch nichts selbst. Mhm. Das heißt, alle unsere Marken sind international bekannt. In unserer Welt sind das auf jeden Fall bekannte Marken, nur um mal sowas wie Justin Alexander oder Rosa Clara in den Raum zu werfen. Ja. Aber was wir auch wissen, ist, dass unsere Kundinnen sich dafür so gut wie nicht interessieren. Ach so, ob es jetzt eine Marke ist oder nicht. Das meinst du jetzt? Ah, okay. Also die Marken, wo manchmal nachgefragt wird, sind dann eben solche Marken wie Bertha oder sowas. Ja. Die führen wir dann nicht, weil die eben genau in dieser Kategorie fallen, die wir davor, also die ich davor angesprochen habe, für unsere Bräute meistens weit außerhalb des Budgets. Mhm. Und deswegen haben wir uns zu irgendeinem Punkt auch mal entschieden, kommt erstmal nicht rein, weil super schön, finden alle super schön. Aber wenn keiner bereit ist, das Geld dafür auszugeben, dann macht das auch keinen Sinn. Steht es nur da und liegt es nur rum, ne? Ja, macht keinen Sinn, ja. Und wie viel Auswahl habt ihr? Also habt ihr auch was für ganz kleine Bräute oder vielleicht auch XXL-Mode? Ja, super gute Frage. Kommt auch ganz, ganz oft von Kundinnen. Tatsächlich sind wir eins der größeren Geschäfte in Berlin, kann man so sagen. Und haben so je nach Saison und ja, wann es eben gerade ist und ob gerade zählbar oder nicht, zwischen 400 und 500 Modellen im Laden. Wow. Ja, es ist schon eine ganze Menge. Ja. Und unsere regulären Größen, die wir führen, sind halt so zwischen 34 und 50. Mhm. Das ist das, was wir immer im Laden haben zur Anprobe. Auch mal Ausreißer, also es gibt auch immer mal kleinere und größere Modelle. Mhm. Aber da gibt es eben die große Auswahl. Was aber das Besondere ist,
was man eben auch wissen sollte, wenn man ein Brautkleid anprobieren geht, wir bestellen ja die Kleider. Und wir haben auch natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, um jeder Braut quasi eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Kleid in einer anderen Größe an ihr aussehen könnte. Da gibt es spezielle Klammern, Abstecktechniken und so weiter. Ja. Und sehr viele unserer Hersteller bieten eben auch wirklich an, dass wir Petitgrößen bestellen oder Extragrößen, also größere Größen oder Überlänge oder manchmal auch, dass sie ein bisschen kürzer bestellt werden. Also da gibt es verschiedene Optionen. Einfach mal uns ansprechen in so einem Fall. Müssen wir immer mal speziell nachgucken. Das ist jetzt nichts, was wir regulär führen, aber da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die wir auch sehr gerne ausschöpfen. Mhm. Also okay, cool. Kein Problem. Allgemein, du hast es jetzt auch kurz angesprochen, das passt auch gerade dazu. Wie läuft so eine Anprobe ab? Wie viel Zeit muss man da sich so einplanen als Kaufender sozusagen? Kaufende. Die meisten unserer Kundinnen sind Frauen. unsere Anproben, ist das auch unterschiedlich, ob man beispielsweise an einem Samstag kommt oder unter der Woche. Mhm. Also wenn man von Dienstag bis Freitag kommt, dann dauert eine reguläre Anprobe ungefähr 2 Stunden. Also die ist dafür eingeplant. Unserer Erfahrung nach auch mehr als genug. Samstags planen wir 1,5 Stunden ein, einfach weil wir es ein bisschen dichter takten müssen, damit wirklich jeder in den Genuss einer Anprobe kommen kann. Macht aber Sinn, dann vorher einen Termin zu vereinbaren. Oder? Immer. Nicht spontan vorbeikommen und sagen, ich will jetzt 2 Stunden eine Anprobe. Nein, das geht nicht. Also mittlerweile ist es auch Gott sei Dank relativ bekannt, dass man im Brautmorgengeschäften einen Termin vereinbart. Aber es gibt natürlich immer mal wieder auch spontane Bräute, die dann einfach reingeschneit kommen. Natürlich machen wir alles möglich. Wenn wir gerade zufälligerweise Kapazität haben, wird niemand weggeschickt. Ja. Wir können es aber einfach nicht garantieren, dass dann gerade eine Verkäuferin frei ist. Und man kann natürlich eine Kabine, ne? Eine Kabine auch. Ja. Und man kann halt Brautmode nicht einfach alleine probieren. Also das geht nicht. Genau, wie die Anprobe abläuft. Man kommt eben an, man wird begrüßt von uns am Tresen. Und dann hat man eben eine für die Braut quasi zuständige Verkäuferin, die sich dann eben auch, also die fragt natürlich erstmal, was man sich vorstellt, ob man Vorstellungen hat, ob man schon Kleider anhatte, welches Budget man hat, ob man auch offen für andere Sachen ist und so weiter und so fort. Und da wird sich ganz liebevoll um einen gekümmert. Es gibt Getränke und manchmal auch was zu naschen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Und ja, dann geht es auch schon los, dann werden Kleider anprobiert und im besten Fall wird dann auch das richtige Kleid gefunden. Ja. Das ist der beste Fall, super. Und darf man auch Begleitung mitbringen? Also wir reden jetzt in normalen Zeiten. Ja, also unter normalen Umständen, wenn gerade keine Pandemie herrscht, dann darf man an Samstagen kann man bis zu 4 Begleitpersonen mitbringen und unter der Woche sogar 5. Mhm. Aber unsere Empfehlung ist es, nicht mehr als 3 Begleitpersonen mitzubringen. Ja, würde ich auch empfehlen. Also 3 ist unserer Meinung nach das Maximum, was man mitbringen sollte. Sogar weniger ist mehr. Mhm. Aber da wir ja wissen, dass es immer welche gibt, die einfach mehr wichtige Personen haben, haben wir dann irgendwann mal ein bisschen aufgestockt, diese Anzahl, damit alle mitgebracht werden können. Aber es ist schon gut, wenn die Personen, die mitkommen, auch den gleichen Geschmack haben, ne? Und auch die Braut wirklich nix mies reden oder so. Das gibt es ja auch manchmal, dass irgendeine Mama oder gerade auch manchmal die Ängsten, was so traurig ist, irgendwie sagen, nimm doch das. Mhm. Und dabei ist die Braut gar nicht glücklich damit. Also das ist auch manchmal traurig, ne? Ja, das ist auch der Grund, warum wir empfehlen, wenige Begleitpersonen mitzubringen, weil man kann seine liebsten Menschen noch so gut kennen, aber die wenigsten haben diese Person jemals in einer Brautkleidanprobe erlebt. Ja. Und wir erleben einfach viel zu häufig, dass dann von den Begleitpersonen die eigenen Wünsche einfach viel zu extrem in den Vordergrund gestellt werden, dass da man gar nicht mehr bei der Braut ist oder dass sich auch manche Begleitpersonen gar nicht in die Braut hineinfühlen können oder wollen, sondern sich gerne dann lieber an ihre eigene Hochzeit erinnern und das eben aufbereiten, was ja auch interessant sein kann. Ja, aber das ist an dem Tag halt nicht das Thema. Ja. Ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn man also viele Personen hat und jeder hat da verschiedene Meinungen, jeder hat da verschiedene unterschiedliche Sichtweisen. Und die Braut weiß dann am Ende des Tages gar nicht mehr. Sie wollte eigentlich nur ein Brautkleid haben, was hier steht. Und jeder erzählt ihr was anderes. Das ist echt doof. Also das kann total verunsichern. Das finde ich gut, dass ihr das maximiert auf eine Stückzahl. Minimiert. Maximiert auf eine Stückzahl der einzuladenen Personen. Ja, also, richtig.
Genau, das finde ich aber cool. Es ist trotzdem keine Garantie. Also es kann ja trotzdem sein, also man kann 5 super coole Begleitpersonen haben, kein Thema. Manche Leute haben auch 10 super coole Begleitpersonen. Wollen wir nicht absprechen, dass es 10 perfekte sein können. Aber die meisten haben eben gerade zwischen den Generationen, muss man mal ganz klar sagen, sind oft die Vorstellungen enorm. Ja. Und ja, das kann dann nach hinten losgehen, auch wenn man sich sonst noch so lieb hat. Mhm. Also ja, wir empfehlen lieber weniger mitzubringen. Ja. Ich sage immer, wenn die Braut rauskommt und strahlt, dann ist das richtige Kleid. Genau. Oder? Und dann sollte man auch wirklich, jetzt hier mal ganz kurz ein kleiner Tipp für Begleitpersonen, auch wenn es einem nicht gefällt, das interessiert dann niemanden in dem Moment. Dann einfach sagen, oh, du strahlst. Du strahlst, so. Genau. Du strahlst und fühlst dich wohl in dem Kleid. Generell, auch an dieser Stelle nochmal, mit negativen Kommentaren immer erstmal abwarten, bis die Braut was gesagt hat. Ah, okay. Ja. Also nicht vorpushen, sondern erstmal. Genau, nicht wenn der Vorhang aufgeht, gleich sagen, oh nee, es gefällt mir gar nicht. Ah. Immer erstmal warten, was die Braut sagt und dann kann man ja sich danach immer noch zu Wort melden. Ja, also das kommt ja auch darauf an, ob die Braut fragt, ne? Genau, also. Die Braut hat immer das Wort. Ja. Genau, richtig. Mhm. Cool, und jetzt mal nur ganz kurz eine kleine Frage, wenn jetzt noch Corona ist, wo erfahre ich jetzt die aktuellen Regelungen, wie viele Gäste mit dürfen und so weiter, wo finde ich das? Das findet man bei uns eigentlich überall. Also wir haben es auf der Website ganz präsent zu stehen. Wir versuchen es auch bei Google My Business immer upgedatet zu halten. Mhm. Bei Instagram haben wir es meistens an den Story-Highlights, die aktuellen Infos, was man eben, also wo man es eben überall findet. Ja. Wenn ihr es gar nicht finden solltet irgendwo, könnt ihr uns jederzeit anrufen oder uns eine E-Mail schreiben, eine Privatnachricht. Mhm. Also sollte eigentlich gut zu finden sein. Cool. Wir haben jetzt viel über Brautkleider gesprochen. Habt ihr neben den Brautkleidern auch Abendmode, Accessoires, irgendwas für Kinder oder Sonstiges? Genau, also was ja vielleicht viele, also wenn man uns schon von früher kennt, weiß man, dass wir früher eine größere Auswahl an Produkten hatten. Wir hatten früher noch Hochzeitsdeko und Kinderkleider und so weiter und so fort. Haben wir jetzt nicht mehr. Wir führen noch Abendmode für Damen. Also lange Abendkleider, auch keine kurzen Abendkleider mehr. Ja. Und natürlich Brautaccessoires, ganz logisch. Also wir haben eine sehr große Auswahl an Brautaccessoires, aber wir führen weder Kindermode noch was anderes. Deko oder irgendwas anderes. Schuhe? Schuhe, klar. Ja, okay. Schuhe gelten für uns unter Accessoires. Ja, ja, okay. Also vielleicht, um es ganz kurz mal zu erläutern, was Accessoires sind. Ja, ja. Vielleicht, so wie Reifröcke, Schleier, Haarschmuck, Schuhe, Taschen, was könnte man noch so brauchen? Boleros, Ketten. Ach, Ketten? So Schmuck. Ja, Schmuck auch. Mhm. Genau. Okay. Alles, was die Braut eben grundsätzlich braucht. Alles, was man anziehen kann. Irgendwie. Ja, und alles, was einen irgendwie hübscher macht. Ja. Cool. Und wie geht es dann nach dem Kauf weiter? Also wenn die Braut ein schönes Kleid gefunden hat, behaltet ihr das Kleid bis zum Hochzeitstag oder nimmt die Braut es dann gleich mit? Genau, also es ist bei uns so, wenn eine Braut sich bei einer Anprobe für ein Kleid entscheidet, was in den meisten Fällen der Fall ist, dann bestellen wir das Kleid ja für gewöhnlich neu. Nur in seltenen Fällen verkaufen wir die Kleider ab, die wir dort vor Ort haben. Und dann wird es bestellt, das dauert einige Monate, dann rufen wir die Braut an, dann wird ein Schneidertermin vereinbart. So, dann wird das Kleid in mehreren Terminen geschneidert. Und wenn es fertig ist, hat die Braut die Möglichkeit, das Kleid mitzunehmen. Mhm. Oder wir bieten auch den Service an, dass es kostenlos bis zum Hochzeitsdatum eingelagert werden kann. Das ist ja cool. Mhm. Ja. Mhm. Cool. Für viele ist das total wichtig, weil sie eben zu Hause keinen Platz haben oder sie wollen nicht, dass der Mann das sieht oder die Partnerin. Ja, also. Ja, genau. Ja. Der Überraschungsmoment dann noch gewahrt wird. Genau, richtig. Muss man nicht verstecken. Ja. Ja. Und was passiert in den seltenen Fällen einer Stornierung? Dann ist das Brautkleid aber gekauft, dann muss ich es trotzdem abholen, ne? Es kommt, also da kommt es immer ein bisschen darauf an, da gibt es ganz verschiedene Optionen, sage ich mal. Das kommt darauf an, wann wurde das Kleid gekauft, ist es bereits geändert, ist es noch nicht geändert, ist es schon zu Hause, ist es nicht zu Hause, besprechen wir am liebsten mit der Braut an sich. Aber als Braut muss man sich immer darauf einstellen, dass auf jeden Fall eine Pauschale quasi fällig wird. Also man kann nicht das Kleid einfach 1:1 zurückgeben, das geht nicht. Mhm. Und es müsste auch, also wenn es bereits geändert ist oder ähnliches, eigentlich auch abgeholt werden. Mhm. Also, dann ist ja individualisiert. Genau, richtig. Aber in so einem Fall immer uns einfach ansprechen und wir klären dann quasi über die individuellen Regelungen auf, weil da gibt es einfach so viele verschiedene Dinge, die da zu beachten sind. Das würde hier nochmal eine ganze Podcast-Folge füllen. Alles klar.
Und wenn man sich entschieden hat für ein Brautkleid, wie viele Schneidertermine gibt es da und wann sind dann die Termine bei euch? Genau, das hatte ich ja gerade eben schon mal ganz kurz angerissen, dass der erste Schneidertermin eben stattfindet, sobald das Kleid bei uns eingetroffen ist. Und der erste Schneidertermin sollte auf jeden Fall mindestens 3 Monate vor der Hochzeit stattfinden, weil es dann eben auch noch mehrere gibt. Also es sind meistens so, also mit 3 bis 4 Schneiderterminen sollte man schon rechnen. Oh, so viel. Das wollte ich gerade fragen, so erfahrungsgemäß, wie viele Termine es da gibt, damit man weiß. Ich habe nicht gedacht, dass es so viele sind. Naja, wir haben, das ist bei uns jetzt Best Practice. Wir haben es früher, hatten wir weniger Termine und da wurde quasi, das wurde quasi schneller gemacht. Mhm. Aber wir haben festgestellt, unsere Schneiderinnen arbeiten sehr genau und wir machen dann lieber immer ein bisschen weniger und gucken quasi Stück für Stück mit der Braut, was dann eigentlich, wie es aussieht, wenn bestimmte Sachen geändert sind und so weiter und so fort. Und dann machen wir lieber mehr Termine, als dass dann am Ende wieder alles aufgemacht werden muss, weil es dann doch nicht dem Geschmack entspricht. Oh je, ja, das wäre schade. Es ist halt keine Jeans. Man darf halt nie unterschätzen, dass ein Brautkleid nicht ist, da wird nicht mal eben das Hosenbein ein bisschen gekürzt, sondern da gibt es ganz, ganz viele Änderungen, über die sich viele Bräute auch vorher gar keine Gedanken machen. Ja. Also, ist man sich gar nicht bewusst, ne? Nee, man ist sich überhaupt nicht darüber bewusst, auch nicht, wie lange dieser Prozess dauert. Ja. Und also, was das eigentlich auch nochmal für ein wichtiger Teil des Brautkleidkaufprozesses ist am Ende. Ja. Deswegen unbedingt dafür auch nochmal Zeit einplanen. Das ist auch der Grund, warum man ja so frühzeitig kommen sollte, unter anderem. Ja, und sag mal, ist die Schneiderleistung dann auch kostenpflichtig? Genau, also das bieten verschiedene Brautmodengeschäfte unterschiedlich an. Bei den meisten ist es aber, glaube ich, kostenpflichtig. Ja, bei uns ist es auf jeden Fall auch kostenpflichtig, einfach weil wir überlegt haben, entweder wir müssen eben eine Pauschale auf jedes Kleid drauf schlagen, ist halt so, irgendwie muss es halt bezahlt werden natürlich. Ja. Oder wir berechnen immer das, was auch wirklich anfällt, haben uns dann für zweitere Optionen entschieden und das wird auch gut angenommen. Ist ja auch fair. Macht auch mehr Sinn, ja. Genau, weil manche Bräute haben eben so gut wie keine Änderung, da wäre es einfach unfair, wenn sie mehr zahlen müssten. Genau. Und manche Bräute wollen das Kleid einmal komplett modifiziert haben. Ja. Oder der Körper ändert sich. Auch, natürlich auch. Ja, auch zu oder ab vor lauter Aufregung. Ja, genau. Natürlich. Ja. Oder auch gerade wenn viele Bräute werden halt einfach auch schwanger oder sowas, ne? Kann passieren. Ja. Und da kommen natürlich viel mehr Änderungen als bei jemandem, wo es nur gekürzt werden muss. Ah ja, das heißt, habt ihr denn auch Mode für Schwangere oder habt ihr in Anführungsstrichen nur Kleider, die dann angepasst werden? Nein, also wir haben auch Umstandskleider und wir empfehlen auch, wenn man das vorher weiß, dass man schwanger ist, unbedingt sich für ein Umstandsbrautkleid zu entscheiden. Ja, ist besser. Also ist es wirklich besser. Du kannst nicht einschätzen, wie groß der Bauch wird, ne? Ganz genau, so ist das. Und viele Brautkleider sehen einfach auch im Nachgang nicht mehr aus, wie sich das die Braut ursprünglich vorgestellt hat. Mhm. Bei vielen Brautkleidern ist es wirklich auch nicht gut möglich, das so zu ändern, wie es sein soll. Also es kommt natürlich auch auf den Fortschritt der Schwangerschaft an. Ja. Wenn ich jetzt im 2. Monat bin, natürlich, dann geht es schon. Ja. Dann wird eine Schnürung gemacht oder ähnliches. Wenn ich jetzt aber im 8., 9. Monat bin, dann empfehlen wir immer ein Umstandsbrautkleid. Ja. Weil das ist einfach auch einfach gemütlicher. Hol mich da ein bisschen ab, da bin ich nicht so innen drin. Was Umstandskleid, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das genau? Das ist irgendwie ein Kleid für Schwangere, einfach, dass der Bauch der ist dann mit, größer mit ist. Eingerechnet quasi der Bauch. Genau, okay. Also im meisten Fall, das nennt sich Empire-Stil oder Empire-Stil, sagt die da ein bisschen unterschiedlich. Ja. Und das endet quasi unter der Brust, also ist es bis zur Brust fest. Ja. Und dann hat es darunter quasi schon eine Auswölbung. Fluffig. Okay. Es ist schön locker, fluffig, genau, dass man eben auch ein großer Babybauch gut passt. Ah, okay. Das habe ich schon mal gesehen. Dass der Bauch überhaupt reinpasst, weil beim normalen Kleid hast du ja gar nicht genug Stoff. Richtig. Und mittlerweile sieht es auch wirklich hübsch aus. Also ich weiß noch, dass es früher teilweise echt Umstandsbrautkleider gab, die einfach ein bisschen nicht so schön waren, ne? Ein bisschen sackartig. Aber heute gibt es da echt tolle, schöne Modelle, wo man super hübsch aussehen kann als schwangere Braut und dann nicht diese enormen Änderungen an irgendeinem Kleid machen muss, das eigentlich nicht nötig wäre. Ja. Also... ja. Und das heißt jetzt konkret, wann sollte die Braut denn spätestens zu euch kommen? Ja, gute Frage auf jeden Fall. Bitte, bitte, liebe Bräute, wenn ihr das hört, 8 bis 12 Monate vor der Hochzeit sind wirklich die Maßgabe. Viele Brautmodengeschäfte sagen, 6 Monate vor der Hochzeit sind meistens die Geschäfte, die keine eigene Schneiderei haben. Mhm. Weil es ist absolut richtig, es kann bis zu 6 Monate dauern, bis ein Brautkleid geliefert wird. Da ist aber noch nichts geändert an diesem Kleid. Das heißt, ihr habt zwar nach 6 Monaten für gewöhnlich immer euer Brautkleid in der Hand, wenn daran aber noch nichts gemacht ist, könnt ihr es noch nicht anziehen. Ja. Und wir brauchen eigentlich mindestens 3 Monate Vorlauf, um Kleider anzunehmen, zum Ändern und die meisten anderen Schneider in der Hauptsaison auch. Mhm.
Das heißt, bitte, bitte, kommt rechtzeitig. Dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Exakt. Man will ja auch selber keinen Stress haben als Braut, dass man dann so denkt, oh Gott, jetzt muss das Kleid noch geschneidert werden. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Ne? Ich will jetzt ja auch immer gar keine Panik verbreiten. Natürlich bekommen wir es auch hin. Wir finden immer eine Lösung. Auch für Bräute, die sagen, ich heirate nächste Woche. Ja. Es gibt dann halt einfach nur eine wesentlich begrenztere Auswahl. Und man muss sich eben immer bewusst darüber sein, dass die Optionen immer kleiner werden und immer weniger werden. Und dass eben viele Sachen einfach nicht mehr möglich sind. Und dass zum Beispiel wir dann nicht mehr das Kleid ändern können. Das sind so Sachen, über die sich viele nicht bewusst sind. Mhm. Aber so ist es eben. Mhm. Also das ist die Realität. Du sagst das ja mit der Option gerade, dass man nicht so viele Optionen hat, wie Kleider vielleicht oder nicht mehr verfügbar sind. Sagen wir mal, man heiratet man kommt 6 Monate vor der Hochzeit, dann kann man total viel Glück haben und man findet ein super schönes Kleid, was innerhalb von 2 Monaten geliefert wird, dann ändern wir es auch. Noch. Klar. Kein Problem. Ja, aber wenn das Kleid eben dann erst in 6 Monaten da ist, dann können wir es auch nicht mehr ändern. Ja, das sind dann so Sachen, für die wir nicht keine Garantie übernehmen, weil wir versuchen es ja wirklich nach allen Seiten zu kommunizieren. Und ja, dann ist man auch ein bisschen selbstverantwortlich. Ach, Brautkleidkauf macht ja auch Spaß. Da kann man ja auch früh genug losgehen. Ja, total. Die meisten sind ja auch total dankbar und fragen, wenn ich in 5 Jahren heirate, wann darf ich endlich kommen? Ja, ja. Also da haben wir eigentlich keine Probleme mit, Gott sei Dank. Apropos kaufen, wie schaut es online aus? Kann man bei euch auch online Kleider kaufen? Nein. Also ist eine ganz klare Antwort, nein, weil die meisten Hersteller auch da ganz strikte Vorgaben haben. Also die großen Marken, Brautkleidhersteller erlauben keinen Online-Handel mit ihren Markenprodukten. Also klar, es gibt einige, da könnte man sich sicherlich, also müsste man sich einigen, aber die meisten sagen einfach nein, das ist für einen lizenzierten Fachhandel stationär. Kein Online-Handel. Ja. Also es gibt natürlich Brautkleider online, aber das sind dann meistens nicht diese Markenprodukte. Nicht die Marken, Gut, da fehlt mir ja auch dann auch die Beratung. Ne? Wenn ich keine Beratung, Anprobe. Das ist das, weshalb die Brautkleidhersteller es nicht wollen. Ich meine, von unserer Seite ist es ganz klar, ein Brautkleid ohne Beratung zu kaufen, finde ich sehr schwierig, sehr risikoreich. Ja. Aber das ist auch der Grund, warum das die Hersteller nicht wollen, weil sie möchten, dass ihre Kleider bestmöglich präsentiert werden. Ja. Und das geht eben nicht, wenn die in kleinen Kisten nach Hause geliefert werden. Dann zieht die jeder selber an. Das geht nicht. Vielleicht auch noch falsch. Außerdem werden sie ja auch für jede Braut selbst, also sie werden ja, also jedes Kleid wird ja für jede Braut bestellt. Das heißt, es gibt da in dem Sinne auch nicht wie bei großen Online-Riesen keine Rückgabe in dem Sinne. Ja. Man kann nicht ein sehr teures Kleid, man kann sich nicht 5 davon nach Hause bestellen und 4 zurückschicken. Ja. Okay, das geht nicht. Das ist keine Option. Also. Und ganz oft hat man ja Bilder gesammelt im Internet und hat irgendeine Vorstellung. Wenn man das selber anprobiert, dann steht einem das gar nicht. Dann nimmt man doch was anderes. Ne? Total. Ja auch ganz oft. Und auch die Größen. Ja. Verschätzt man sich auch. Ne? Man verschätzt sich extrem, weil viele Brautkleider haben gar keinen Stretch-Anteil. Ja. Weswegen man eben die Beratung so dringend braucht, weil Brautkleider fallen oft ganz anders als normale Kleidung. So ein, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier so ein Pulli an habe, dann passt der eben auch noch eine Nummer größer und eine Nummer kleiner, weil der hat ja einen hohen Stretch-Anteil, kein Problem. Beim Brautkleid, das muss perfekt sitzen. Und das kann man sich oft auch gar nicht vorstellen, wie das sitzt, wenn es angepasst ist, was man dann noch ändern muss. Ja. Dafür braucht man jemanden, der vom Fach ist und der einem das einmal erklärt. Deswegen geht man ja in ein Geschäft. Und deswegen hat sich, glaube ich, dieser Brautkleid-Online-Handel auch nie wirklich durchgesetzt. Ich glaube auch, man braucht diese Beratung auch, wie du schon gesagt hast. Das ist schon wirklich wichtig, wenn man dann Brautkleid kaufen möchte. Total. Ja. Und das passt jetzt ganz gut. Wie würdest du denn sagen, wie erkennt man denn ein gutes Brautmodengeschäft? Hast du da so ein paar Kriterien, worauf die Braut achten kann? Ist eine super interessante Frage und kommt auf jeden Fall total auf die Wünsche der Braut an. Also nicht für jede Braut ist jedes Geschäft das Richtige, muss man auch ganz klar sagen. Auch wir würden nicht behaupten, dass Princess Dreams das Geschäft für jede Braut ist. Kann man überhaupt nicht so sagen. Auch wenn wir uns Mühe geben, dass sich jeder bei uns wohlfühlt. Trotz allem wissen wir auch, dass nicht jede Braut bei uns ihr Kleid finden wird. Aber man kann auf jeden Fall erkennen, woran ein Brautmodengeschäft professionell arbeitet. Und das finde ich persönlich sehr wichtig. Weil über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber nicht darüber, ob es professionell ist oder nicht. Ist ein erstes Indiz natürlich immer der Online-Auftritt. Wenn die Internetseite, der Social-Media-Auftritt schon gepflegt aussieht, es muss nicht alles perfekt sein, um Gottes Willen, aber es sollte gepflegt sein, man sollte die Antworten auf seine Fragen finden. Und natürlich so klassische Sachen wie ein Impressum und so weiter, das ist logisch, dass es einfach ein vernünftiger Internetauftritt ist. Und wenn man dann vor Ort im Geschäft ist,
dann kann man auf jeden Fall darauf achten, wie ist natürlich die Umgebung, ist es sauber, ordentlich, wie ist die Beratung, ist da eine Fachperson oder ist das eine Schülerin, die nur ein bisschen ihr Taschengeld aufbessern möchte. Und ich finde persönlich, ein ganz, ganz großes Kriterium, was man leider immer erst ein bisschen zum Schluss erkennt, wird Druck gemacht. Also ich persönlich finde, in einem professionellen Brautmodengeschäft, da sollte kein Druck gemacht werden. Das nimmt dem Ganzen einfach einen schlechter Beigeschmack. Genau, es ist immer ein schlechter Beigeschmack. Es soll ein schönes Kauferlebnis sein. Du meinst Druck beim Verkaufen? Beim Verkaufen. Genau. Das sollte ein gutes Brautmodengeschäft nicht nötig haben, sage ich mal. Also klar, natürlich sollte über Risiken aufgeklärt werden und natürlich sollte auch eine gute Verkäuferin darüber informieren, wenn zum Beispiel die Zeit knapp wird mit der Bestellung, wenn man sich jetzt noch 4 Wochen Zeit lässt, sich das zu überlegen. Aber wenn eine Braut der Meinung ist, sie möchte gerne eine Nacht drüber schlafen oder sie möchte gerne sich das noch etwas überlegen, dann ist es so. Dann ist es so und da sollte dann auch nicht mit irgendwelchen Verkaufstricks dann noch versucht werden, die Braut zu halten, weil es geht da eben um ein wichtiges Produkt für die Kunden. Das ist was, wo auch ein Traum mit einhergeht und wenn die Braut später ein schlechtes Gefühl dabei hat, dann geht das gar nicht. Also ja, ist ganz klar. Ich meine, natürlich, jeder möchte was verkaufen. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Aber mit einem gesunden... Genau, mit einem gesunden Maß und Verstand. Und am Ende geht es darum, dass es der Braut gut geht. Dass es positiv rausgeht. Ganz genau, dass die Braut ein gutes Gefühl hat. Das haben die mich so gedrängt. Genau, und jetzt habe ich hier irgendwas gekauft, aber ich weiß gar nicht, ob ich es eigentlich wollte, aber es gab ja so einen tollen Rabatt. Nee. Okay, das ist dann traurig, ja. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, Augen auf. Und im Hinblick auf auf die kommende Saison, gibt es da irgendwelche Trends, die ihr schon erkennen könnt oder erkennen konntet? Ey, das ist eine wirklich richtig schwierige Frage jetzt im Moment, weil die ganze Situation im Moment... Die Saison ist, ja, wir wissen noch nicht, ob es eine Saison gibt. Es ist komplett durcheinander. Wir wissen ja nicht mal, ob wir wieder auf eine Einkaufsmesse gehen können. Ja, keiner weiß das. Ich habe auch schon von Designern gehört, dass sie gar keine Kollektion gemacht haben in 2020. Na, auch auf jeden Fall ganz stark verkleinert. Ja. Also die meisten und dass sie keine Stoffe bekommen haben teilweise. Genau. Aber es gibt trotzdem Trends. Also der Trend... ist jetzt so ein bisschen back to basic. Back to basic, ja, okay. Also es wurde ja immer, in den letzten Jahren ist es immer höher, schneller, weiter. Ja. Und jetzt ist es so ein bisschen, alles wird ein bisschen schlichter, ein bisschen feiner, eleganter. Gerade in Berlin war es ja jetzt schon seit ein paar Jahren so. Ja. Aber ich habe das Gefühl, jetzt schwappt es überall anders hin. Die Leute feiern kleiner, die Leute planen schon kleiner, die Brautpaare überlegen sich jetzt schon, dass sie einfach eine kleinere Hochzeit feiern. Und dementsprechend überlegen sich auch die Bräute dann schon, dass sie vielleicht ein bisschen was Schlichteres anziehen, ein bisschen lässiger mit Jeansjacken, einfach entspannter und eben nicht so in den großen Prinzessinnenkleidern auftauchen. Auch finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber es wird sich auch wieder ein bisschen ändern. Kommt vielleicht wieder. Genau, es wird ja wieder kommen. Ja. Aber das beobachten wir. Und was natürlich bleiben wird, sind einfach so lockere, leichte Sachen. Was jetzt auch schon im letzten Jahr stark da war. Mhm. Und ich würde sagen, das bleibt einfach ein Stück weit bestehen. Okay. Also ich weiß ja nicht, Sarah, du hast ja auch einen Einblick. Ja, ich finde es auch einerseits die Sache, dass es einfacher und kleiner ist, aber andererseits, dass das Budget dann dafür gebraucht wird, sich trotzdem Dinge zu leisten, was du auch eben gesagt hast mit dem Eleganten, ist auch so, finde ich auch. Genau, also ich meine damit auch gar nicht, dass die Bräute zum Beispiel doll sparen am Brautkleid. Da haben wir jetzt bisher noch gar nicht so die Erfahrungen mitgemacht, sondern da wird eben mehr Wert auf Qualität gelegt, da wird eben geschaut, okay, es findet dann nur in Anführungszeichen die standesamtliche Trauung statt, aber dafür wird sich dann trotzdem ein tolles, hochwertiges Kleid mit einer gewissen Raffinesse gegönnt. Oh, und ich habe auch ganz oft jetzt zwei Kleider. Ganz oft zwei Kleider. Einmal für Standesamt und einmal für die zweite Trauung oder für die Party, einfach nur für den Tag der Party. Oft. Viele kaufen sich zwei Kleider. Ja, und auch mittlerweile auch zwei Kleider aus einem Brautmodengeschäft. Ja. Also ich hatte, oder Hosenanzug und Kleid. Oh ja, Jumpsuit. Oh ja, ja, Sarah, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Thema, auch sehr in. Ja. Ich hatte im letzten Jahr ein paar Hochzeiten, da hatten die Bräute Jeansjacken an. Das hat es jetzt gerade eben noch gesagt. Ja. Kann das so ein Trend sein? Ist es ein Trend, den ich mitverfolgt habe, dass das auch mit immer mehr verkauft wird? Ja. Dass man teilweise auch mal gemütlich sein darf als Braut. Ja, ein bisschen legerer, ein bisschen lockerer. Cool.
Und Hung will ja immer noch eine lustige Geschichte, ne? Genau, meine Frage ist ja immer sehr gerne, ob du für uns eine lustige Wedding-Story hast, irgendwas Lustiges, Schräges vorgekommen ist, irgendwie beim Verkaufen, vielleicht waren da irgendwie 20 Leute auf einmal vor der Tür oder was. Aber du glaubst es nicht, wie viele schräge Sachen bei uns ständig passieren. Ja, vielleicht hast du da irgendwie ein, zwei oder eine lustige Story. Ich habe mir darüber im Vorfeld Gedanken gemacht, was ich hier erzählen kann, ohne dass sich jemand davon angegriffen fühlt, aber mir ist was extrem Witziges eingefallen und ich bin mir auch sicher, dass sich dann niemand wiedererkennt dran. Ja. Und zwar, wir bieten ja so ein, das hieß bis vor kurzem noch Very Important Bride Paket, jetzt heißt es Very Important Princess, einfach aus, egal, wir bieten jedenfalls so ein VIP-Paket an, was aus einer Flasche fürs Metternich-Sekt besteht und so einer schönen Etagere mit Obst und Süßigkeiten und so weiter, ist so ein kleines Upgrade für die Anprobe. Cool. Und wir hatten mal eine Flyer-Aktion, wo wir quasi jeder Braut, die in diesem Zeitraum eine Anprobe bucht, dieses Paket gratis mit dazu bekommt. Okay. So. Und dann kam eines Tages eine Dame, sie war etwas älter schon, und hat eben eine Anprobe bei uns gebucht mit diesem Flyer und hat dann auch gemacht mit einer Kollegin, konnte sich aber auch nicht dann entscheiden. Hat natürlich dieses Paket dazu bekommen und kam aber dann am nächsten Tag wieder. Und wollte wieder das Paket haben. Ja, sie hat dann gefragt, weil sie hatte ja diese Anprobe und sie wollte jetzt das Paket noch abholen. Ach so. Oh nein. Ach so. Das ist natürlich, also ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber es war schon sehr witzig. Und dann mussten wir natürlich erklären, dass das Paket ja da schon dabei war. Ja, am Ende kam dann raus, sie heiratet gar nichts und hat diese Anprobe nur gemacht, um dieses gratis Paket. Sie wusste ja gar nicht, was dieses Paket ist. Ach so. Oh nein. Also sie hat gedacht, sie würde irgendwie so eine Geschenkbox was bekommen kriegen oder so. Okay. Das mussten wir dann erklären, das war irgendwie ein bisschen unangenehm. Die Arme. Ja. Aber es war irgendwie auch süß. Ja, 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 ja. Es gibt wirklich immer lustige Geschichten. Ja. Es war auch eher eine niedliche Geschichte als. Ja, also, ja, meine ich ja. Niedlich, lustig, muss ja ein schräges Erlebnis. Ein bisschen schräg, ja. Ja. Auf jeden Fall. Lustig und kurios. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und zum Schluss hast du noch einen Tipp für unsere lieben Bräute, entweder zum Brautkleid an sich oder zum Kauf. Wir haben immer so gerne einen ultimativen Tipp zum Schluss. Ja. Der ultimative Tipp, wir haben es eigentlich schon gesagt, aber mein ultimativer Tipp ist, plant eure Hochzeit rechtzeitig und geht vor allem das Hochzeitskleid rechtzeitig kaufen. Mhm. Das erspart einem so viel Stress. Wie oft haben wir das schon erlebt, was einem das an Stress erspart hat? Ja. Und dazu kommt, also das ist Tipp Nummer 1, der quasi einfach sachlich ist. Und Tipp Nummer 2 ist, gerade bei der Brautkleidanprobe, bleibt bei euch selbst. Lasst euch nicht reinreden, nehmt wirklich nur wenige Personen mit. Den finde ich gut, den Tipp. Ja. Also die anderen auch, aber den finde ich jetzt einfach von der Person her richtig gut. Ja, der ist wirklich, ja, vertraut euch einfach selbst. Das ist eure Hochzeit. Das ist eure Hochzeit, es ist auch wirklich, gerade für die Braut, das ist dein Kleid. Das soll niemand anderes anziehen und jede Person wird da immer einen anderen Geschmack haben und jede Braut sucht sich immer ein anderes Kleid aus. Deswegen, es muss dir gefallen und sonst niemandem. Auch nicht deiner Schwiegermutter und niemanden. Also bleib einfach bei dir selbst. Ja, cool. Genau. Cool, das war doch ein schönes Schlusswort. Ja, das ist ein guter Tipp. Dann, liebe Stella, vielen, vielen Dank, dass du extra zu uns gekommen bist. Dankeschön. Super gerne, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es ein wenig hilfreich war für eure Zuhörer. Ja, wir würden uns ja sehr freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst und uns mal erzählt, ob euch das auch was gebracht hat, ob ihr noch ein paar Tipps mitnehmen konntet. Genau, und bewertet uns doch gerne auf den Kanälen, wo wir verfügbar sind. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, tschüss.